Können wir nochmal hier den Durchflug üben? Oh Gott. Hallo in die Runde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Star Citizen mit unserem Commander Bocky. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es geht weiter. Nachdem ich etwas ernüchtert war nach unserem Delivery Mission Versuch, habe ich mir gedacht, wir machen heute mal ein paar andere Sachen. Wir schauen mal wieder in die privaten Missionen, in die persönlichen Missionen rein. Ich habe mir gedacht, wir probieren mal einen Überwachungssatelliten auszuschalten. Gerade am Anfang, wenn man vielleicht seine erste Bunkermission gemacht hat und man hat ein paar Krypto-Keys gefunden, hat man da die Möglichkeit, einfach relativ simpel 25.000 pro Mission zu verdienen, je nachdem, ob nicht doch ein Spieler vorbeikommt, der einen davon abhalten möchte. Manchmal passiert es, aber in der Regel nicht. Das wollte ich mit euch machen. Mal gucken, ob ich es schaffe. Der eine oder andere war im Stream vorbei. Da habe ich horrend versagt bei der Annäherung an den Satelliten und bin einfach daran zerschellt. Das probieren wir heute einfach nochmal gemeinsam. Wenn das klappt, umso besser. Und dann wollte ich gucken, ob uns vielleicht die Outsourcing-Mission, die Story-Mission spawnt, denn die haben wir im Stream ausprobiert und ich fand die super cool. Ich fand es auch cool, dass es halt einfach NPCs gibt, mit denen man schon sprechen kann, ähnlich wie die Twitch-Mission, die es hier auch gibt mittlerweile, also schon eine ganze Weile, sehr, sehr, sehr lange im Spiel sind. Und ich glaube, so viele wissen das gar nicht, dass es auch diese Art von Mission gibt, wo schon ein bisschen Interaktion mit NPCs vorhanden ist. Das ist aber davon abhängig, ob sie für uns spawnt. Deswegen legen wir jetzt erstmal gemeinsam los und fliegen einen der Überwachungssatelliten ausschalten. Über Clio diesmal. Bis gleich. Ich hole mal unser Schiffchen und wir sehen uns auf dem Weg. Und da sind wir. Wir sitzen in unserer tollen Mustang Alpha. Wir haben sie einfach lange nicht geflogen. Jetzt bei den Delivery-Missionen natürlich. Aber ich habe Lust, sie einfach noch ein bisschen mehr auszufliegen. Deswegen jetzt auch in dieser Mission mit euch gemeinsam. Wir haben natürlich unsere Taurus, die ist aber zum Beispiel für diese Art von Mission einfach viel, viel, viel zu groß und unhandlich. Da braucht man was Kleines, Wendiges und Schnelles. Ihr werdet gleich verstehen, warum, für den einen oder anderen, der das noch nie gemacht hat. So, auf nach Clio. Ihr seht, man könnte auch einen Krypto-Key dort abholen, am Schrottplatz. Allerdings habe ich das beim letzten Mal probiert und da war keiner da, das heißt, im besten Fall hat man selber einen dabei und kann den einsetzen. Und jetzt geht gleich die eigentliche Herausforderung los, und zwar sich an diesen Satellit annähern. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Vor allen Dingen nicht, wenn man auf der Nachtseite ist, aber ich glaube, mit ein bisschen Glück können wir ihn sehen. Okay, Leute, dann probieren wir das mal. Wir müssen am Satellit zwischen den Sonnensegeln parken, damit einen dort die Türme nicht mehr erwischen. Die Kunst ist, relativ schnell zu fliegen, damit die Türme nicht auf einen lange schießen können. Vor allen Dingen die Raketen-/Torpedoabwehr ist ungünstig für unser Schiff. Deswegen versuchen wir da jetzt möglichst flink reinzukommen. Oh, 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 da geht's schon los. Ein bisschen zu schnell gewesen. Na, das war nicht so gut. Aber bisher sind die Türme nicht auf uns aufmerksam geworden. Wahrscheinlich, weil die Server-FPS zu schlecht sind. Dann sind die ein bisschen langsamer. Und hier, genau an dieser Stelle, und wieder. Das wäre nicht gut, wenn die Türme an wären. Hier kann man ganz gut parken. Ich hoffe, uns erwischen die Türme nicht. Aber so sollten wir gut versteckt sein. So. Dann steigen wir mal aus. Hallo? Ah, ja. Dann müssen wir hier oben rein. Da
geht's rein. Wieso sind wir denn so langsam? So. Hinein in den guten Satelliten. Wenn ihr den ausgeschalten habt, könnt ihr zum Beispiel Verbrechen begehen, ohne dass ihr reported werden könnt. Das heißt, das ist ja auf jeden Fall eher eine Aktivität, die man als Pirat auf jeden Fall können sollte. Aber gerade am Anfang, wenn man ein bisschen Geld verdienen will, sind diese Missionen relativ lukrativ. So, hier müssen wir jetzt unseren Krypto-Key einstecken. Den haben wir dabei. Erstmal die Waffe weg. Und Krypto-Key in die Hand. Ja. Einführen. So. Und jetzt, wenn wir den Prozess starten, wird eine Mission spawnen, die anderen Spielern angezeigt wird, dass dieser Satellit gehackt wird. Und jetzt könnte theoretisch jemand diese Mission annehmen und uns hier aufhalten. Das dauert jetzt eine ganze Weile und in regelmäßigen Abständen wird dieser Loading-Prozess unterbrochen. Das heißt, man muss dann wieder hier runter und den neu starten. Gleichzeitig müssen wir jetzt eigentlich uns in eine bessere Position bringen und die Eingänge im Blick behalten, falls doch jemand kommt, der hier als Ordnungshüter fungiert und uns aufhalten möchte. Wenn dieser Prozess durchgelaufen ist, muss man 5 Minuten warten. Ah, da seht ihr. Fortsetzen. Bis die Mission erfolgreich abgeschlossen ist. Und jetzt heißt Sound hochstellen und Ohren spitzen. Ob man draußen ein anderes Schiff hört. Was ein bisschen witzig ist, weil eigentlich könnte man nichts hören. Immer mal hier unten nachgucken, ob der Prozess läuft. Huch. Ganz gute Position, um so ein bisschen Blick zu haben. Beide Eingänge. Oder man macht es nicht alleine und jeder schaut in den Eingang. Wie so bei vielen Aktivitäten in Star Citizen ist es immer von Vorteil, gemeinsam unterwegs zu sein. Wenn man zum Beispiel Ghost Hollow machen möchte und dort das Geld abheben von den Terminals, ist es auch wichtig, dass man in der Lage ist, dieses Com-Array vorher auszuschalten, denn die beiden Terminals funktionieren nur, wenn das Com-Array über Microtech abgeschalten ist. Das heißt, ihr könnt es durchaus mal mit so einer Mission üben und dann vielleicht euch mal an Ghost Hollow wagen. Davon gibt es auch schon eine Let's Play-Folge, glaube ich. Wir könnten das auch mal wieder machen. Da hätte ich Lust drauf. Da gibt es auch verschiedene Missionen. Da gibt es tatsächlich auch noch eine Paketmission in Ghost Hollow, wo man dort eins abholen muss. Auch keine schlechte Sache. Ist man schon immer ein bisschen angespannt hier. Na, wie sieht's aus? Wenn das durchgelaufen ist, dann fängt die Zeit an zu ticken, die man hier das Com-Array noch halten muss für die Mission. Aber da hole ich euch dann dazu, wenn was passiert. Und ansonsten müsst ihr jetzt nicht mit mir warten. Ja, es hat funktioniert. Das heißt, wir haben jetzt Zugriff aufs Array.
Und wir schalten es aus. Disconnect. Proceed. Und jetzt der Satellit offline. Jetzt seht ihr, oben läuft die Zeit ab. 5 Minuten. Jetzt ist hier Verteidigen angesagt. Alles klar. Wir sehen uns gleich oder wenn was passiert. Oder wenn ich tot sein sollte, wenn ich zu langsam bin bei der Aufnahme. So, die letzten 30 Sekunden laufen. Bisher kam niemand, der das Com-Array wieder einschalten wollte. Das heißt, mit ein bisschen Glück haben wir gleich die Mission erfolgreich abgeschlossen hier. Und sind 25.000 Alpha UEC reicher. Zehn Sekunden noch. Und geschafft. Wunderbar. Erfolgreich abgeschlossen. Das heißt, wir gehen jetzt wieder raus zu unserer Mustang. Bisher kam leider die Story-Mission noch nicht. Da habe ich immer so ein Auge drauf gehabt. Da, ihr seht's. 25.000. Und es ist relativ wenig Aufwand für eine ganz gute Bezahlung. Mit der Aussicht auf PvP im Zweifel. Ich finde, das macht auf jeden Fall Spaß und ist eine Aktivität, die man machen kann und auch üben kann, einfach für den Fall, dass man doch mal für den einen oder anderen Zweck ein Com-Array ausschalten muss. Autsch, aua, Kopf angestoßen hier am Satellit. So, ich fliege mal zurück nach Microtech. Bis gleich. So, da sind wir im Orbit über Microtech und mir ist gerade was Witziges aufgefallen. Ihr erinnert euch, wir haben gerade das Com-Array ausgeschalten über Clio. Und jetzt gibt es natürlich unter den General Missions, unter Maintenance, die Möglichkeit, das wieder einzuschalten. Das heißt 25.000 fürs Ausschalten, nochmal 10.000 fürs Wiedereinschalten. Für die Leute, die da ein Businessmodell sehen, da habt ihr recht. Damit lässt sich am Anfang auf jeden Fall ganz gut Geld verdienen. Zumindest im Gegensatz zu den Delivery-Missionen, wie wir in der letzten Folge festgestellt haben. So, weiter geht's. Ich habe tatsächlich leider hier nicht die Mission bekommen, die ich euch eigentlich zeigen wollte. Hier können wir schon wieder eins ausschalten, diesmal das über Microtech. Das wäre auch die Grundlage, um Money from Nothing, also in Ghost Hollow, machen zu können. Aber das ist heute nicht unser Ziel. Ich habe mir gedacht, weil das ist auch was ich noch nie gemacht habe, vielleicht probieren wir einfach mal so eine Racing-Mission aus, oder? Wir schreiben uns da mal ein. Und fliegen hin. Mal gucken, wie das so wird. Wir sehen uns gleich über Lorville. So, da nähern wir uns auf den letzten Metern Lorville. Beziehungsweise erstmal Hurston. Ich bin super gespannt. Ich bin noch nie so ein Racing hier geflogen. Ich wette, wir semmeln irgendwo gegen. Aber wenn, dann machen wir das zusammen. Da freue ich mich jetzt drauf. Das ist doch der perfekte Anschluss jetzt an diese kleine illegale Satellitenausschaltaktion. Da müssen wir hin. Lorville Outskirts. Und dann hoffe ich, wir kriegen da... Kriegen wir dann ein eigenes Schiff gestellt oder müssen wir mit unserem Schiff fliegen? Weil die Mustang ist jetzt nicht so der Atmosphärenheld, muss ich sagen. Na, das finden wir schon raus. Und wenn wir jetzt nachts fliegen müssen, dann habe ich ja richtig die Kappe auf, ne? Aber Lorville ist ja beleuchtet. Hat da, macht das jemand von euch? Ist jemand hier aktiv in der Racing-Szene? Man kriegt ja sogar für die Mission so Boni und man kann auch dann verschiedene schwere Racing-Missionen an verschiedenen Orten fliegen. Ich habe keine Ahnung. Es wird Zeit, dass wir es rausfinden. Es ist sogar Tag. Das Schicksal hat mich erhört. Hoffentlich macht doch die Framerate mit, wenn wir hier irgendwie High-Speed-Racing machen in der Atmosphäre. Jetzt aber erstmal runter da. Seid ihr da? Ja, ihr seid da. Hört ihr mich? Ihr hört mich. Okay, da muss man auf jeden Fall nicht zum Spaceport, sondern direkt irgendwo anders hin. Ich habe gesehen, also in der Missionsbeschreibung steht, es gibt so verschiedene Rankings und je nachdem, wie gut man ist, bekommt man sozusagen einen Missionsbonus, so ein bisschen zumindest. Ich glaube, ins Ziel kommen sind 4000 Alpha UEC. Wir können gleich mal gucken. Uiuiui.
Okay. Wow, das ist ja auch eine geile Sicht hier gerade. Oh, Leute, guckt euch das an. Lorville. Mit dem Gebäude, was aus den Smogwolken rausguckt, das ist ja der Shit. Wir müssen auf jeden Fall hier unten hin. Da unten geht, glaube ich, die Rennstrecke los. Das ist doch hier bestimmt die Rennstrecke. So, wir parken hier mal. Ich bin ja gespannt. Da unten. Kriegen wir da ein eigenes Schiff? Kriegen wir eins gestellt? Starting Zone. Oh, wir müssen jetzt mit meinem Schiff fliegen. Ja. Okay. Das kriegen wir hin. Landing Gear retracted. Das kriegen wir schon hin mit unserer Mustang. Da musst du dich jetzt mal beweisen. Seid ihr bereit für unsere erste Racing-Erfahrung? Oh Gott, bin ich nervös. Finger schwitzen. Okay. Okay. Starting Zone. Okay. Oh, Race starts in... Oh Gott. Und go. Okay. Hier unten durch. Wir machen erstmal hier eine vorsichtige Runde, ne? Okay, dann hier rum. Und dann da hoch. Okay. Ich sag viel okay, ne? Bin aber auch konzentriert, Leute. Ich bin konzentriert. Wo geht's denn lang? Wie hoch? Oh! Da geht's nämlich schon los hier. Okay. So. Außen. Oh Gott. Wir sind da oben durch dieses schmale Gitter. Das war gerade Glück. Ich habe uns schon explodieren sehen. Okay. Ja, wir geben Gas. Da vorne kommt eine scharfe Kurve. Doch, den hat's noch genommen. Hier unten durch. Ist das schmal. Junge. Drunter. Okay. Wo geht's denn weiter? Hier drüben. Scharfe Kurve. Okay, wir haben es fast geschafft, Leute. Wir haben es fast überlebt. Ist das der letzte? Nee. Wo geht's denn hin? Wo ist denn der Checkpoint? Da oben. Finishline. Wir haben die Finishline verkackt. Okay. Oh. Bronze. Commander Bocky, Bronze. Okay. Also ich meine, completed. Okay, es macht schon Spaß. Racing. Wir haben jetzt nicht das ideale Schiff dafür. Wir nehmen das nochmal kurz an. Ich will nochmal kurz wissen. Hier. Bronze. Ah, 2,24 hätten wir eigentlich schon fast schaffen können. Ne? Da hätten wir nochmal 800 dafür gekriegt. Kriegen wir da Ruf? Ja, wir kriegen da Ruf. Hier. Novize im Racing. Wir probieren nochmal eine schnellere Runde, oder? Wir probieren nochmal eine schnellere Runde. Okay, los, komm. Mit unserer Mustang hier. Gibt bessere Schiffe für sowas. Okay.
bisschen mehr riskieren jetzt. Oh, Fehlstart. Da bin ich zu früh losgeflogen. Ist natürlich auch jetzt nicht so ideal. Ich fliege ja hier mit Maus und Tastatur. Obwohl ich habe eine mechanische Tastatur, die ist schon ganz cool zum Fliegen. Aber natürlich ist man jetzt hier mit so Rosas-System, wäre man natürlich besser dran, ne? Okay. Na, zurück. Okay, Leute. Okay, Leute. Okay. Let's go. Und let's go. Silber ist unser Ziel. Das ist halt nicht so ideal für die Atmosphäre, das Ding. Oh. Hier durch. Yep. Und dann kommt hier so eine scharfe Kurve. Wollen wir uns schon mal hier einschwenken. Dann da hoch. Dann da zwischendurch. Ein bisschen tiefer. Da sind wir vorhin fast zerschellt hier oben. Wende gleich. Haben wir jetzt den Checkpoint verpasst, ne? Damn it. Ja, wir haben den Checkpoint verpasst. Ah, Mist. Da müssen wir nochmal zurück. Okay, das war natürlich nichts. Ah, die Kulisse, Leute. Die Kulisse ist ja der Hammer. Aber ihr seht, ne, der bricht halt immer aus, wenn man dann mit dem hier um die Kurve fliegen will. Boah. Okay, dann probieren wir hier. Den haben wir leider nicht erwischt. Den Checkpoint. Okay. Können wir nochmal hier den Durchflug üben. Oh Gott. War zu erwarten. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Wir sehen uns gleich hier nochmal am Race Pit. So Leute, das ist ja mal mega cool, oder? Habt ihr die Racing-Mission schon gemacht? Seid ihr da unterwegs? Ist da jemand von euch Pro? Dann meldet euch mal bitte und ich bin bereit für Unterricht auf jeden Fall. Ihr seht ja das, den Unfall hier, was ich hier fabriziere. Aber da steigerbar ist das doch auf jeden Fall. Das ist ja mal super cool. Da gibt es doch bestimmt Tricks. Decoupled Flight und so. Wie man dann noch besser um die Kurve kommt. Auf geht's, runter zum Pit. Sehr gut, da sind wir schon. Ach, sieht das hier toll aus. Okay. Okay, keine... Wir probieren das. Silber ist unser Ziel, Leute. Silber ist das Ziel. Wenn es hier dunkel ist, dann kann man das sowieso nicht mehr machen. Also ich nicht. Machen wir uns nichts vor. Wir probieren es nochmal. So, Starting Zone. Silber. Go, go, go. 3, 2, 0. Go. Ist schon sehr dunkel geworden jetzt. Aber eine können wir, glaube ich, noch fliegen hier, bevor die Sonne untergeht. So. Okay. Bisschen Gas geben, Leute. Um. Hoch. Hoch, hoch, hoch. Und ein bisschen boosten. Genau.
Nicht die Kontrolle verlieren. Hier durchboosten. Zack, sehr schön. Bisschen die Kurve ausfliegen. Was ich hier für ein Mist erzähle, aber es macht schon macht mega Laune. Wow. Und hier hoch. Okay, sehr schön. Und Gas geben. Und hier hoch. Hier und durch. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da oben haben wir die Wände, wo wir gerade den Checkpoint verpasst haben. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Tiefer fliegen. Jawohl. Sehr gut. Und hier um die Kurve. Komm, komm, komm. Gilt der? Ja, der gilt. Sehr gut. Okay, jetzt hier durchkommen, ohne zu explodieren. Nochmal. Jawohl. Hier unten. Um die Kurve. Und geradeaus. Sehr schön. Das war gut, das war gut, das war gut. Das war gut, das war gut. Jetzt kommt hier diese Wende. Glaube ich. Hier unten durch. Da ist oben immer diese Stütze. Die ist richtig tückisch. Und da ist das Ziel, Leute. Komm. Komm, 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 komm. Silber, Silber. Yes! Yes! Silber! Silberfinish. Also ich freue mich hier, ne? Ich meine, der ein oder andere denkt sich, ach, warum freut er sich? Nichts geleistet, aber hey, ich habe was geleistet gerade für mich. Sehr cool. Oh, wie gut. Und was für eine schöne Stimmung hier. Leute. Oder? Was meint ihr? Das ist ja Wahnsinn. Wow. Muss mal kurz hier ein Screenshotchen machen für uns. Racing in den Outskirts. Cool. Hier stand doch gerade irgendwo ein Schiff, oder? Habe ich das falsch gesehen? Da. Ah, da steht eine. Eine Mirai Razor. Hat jemand hier stehen lassen wahrscheinlich? Docking Request engaged. Kann ich mir... Ah, die ist kaputt. Verstehe. Ich verstehe. Und hier ist eine Reclaimer gerade am Abheben. Und was ist das da? Auch eine Reclaimer, alles klar. Hier sind die Leute mit ihren Reclaimers gerade unterwegs. Oh, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Oh! Was ein Abschluss. Okay. Na gut, wenn man selber schuld, ne? Wenn man einfach die Triebwerke ausschaltet, dann kann man nichts anderes erwarten. Aber gut, dann steigen wir hier nochmal aus. Und schauen uns die ärmlichen Reste unserer Mustang an. Wunderbar. Wir drehen uns mal um. Na. So. Also Freunde, es war mir ein Fest. Wir haben richtig was erlebt. Wir haben Satelliten gehackt. Wir haben den Silbererfolg beim Racing eingefahren. Wir können gleich nochmal nachgucken, ob wir jetzt den... Haben wir jetzt schon die nächste Mission freigeschalten fürs Racing? Nee, noch nicht. Ne? Da muss man mehr racen als jetzt zweimal. Spaceship Time Trail. Ja, ja. Und wie weit sind wir da jetzt? Hier unten? Da. So ein bisschen weiter. Cool. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Abenteuer von unserem Commander gefallen, dann lasst gerne ein Abo da. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.